Und damit herzlich willkommen zurück aus der Pause und wir sind bereit fürs letzte Spiel. Das war übrigens das vorletzte Spiel, das ihr da noch seht. Das letzte Spiel. Also, das vorletzte Spiel des Abends. Ah. Gut, Klacks. Übrigens, die Szene von vorhin hatte tatsächlich jemand geklippt. Also ich bin stolz auf euch mit hier. Mit dem, You what, mate und so. Ja. You what? So, wird natürlich alles noch aktualisiert, denn ihr sollt ja auch das letzte Game hier nochmal sehen. Nämlich One of the Thieves gegen Optic Gaming. Das war im Swing Split beide Male. Eine Spaßveranstaltung. Arriva! Und sagen, One of the Thieves hatte natürlich sowieso Probleme. Gestern wirkte das auch schon wieder so ein bisschen interessant. Vor allem Amazing, muss man sagen, hatte nicht so den besten Start. Ich denke aber, dass da mit der Zeit, also es sind ja keine schlechten Spieler. Ich meine, das sind Bang, Afromo, Amazing. Drei Spieler, die aus ihrer jeweiligen Region entweder sehr bekannt oder doch schon wirklich mit die Besten sind oder waren. Waren, das ist der Punkt. Ich glaube aber, dass Afromo, wenn er wieder aus dem Level kommt, immer noch der beste Support ist. Ich glaube es auch und ich glaube auch Bang hat noch Potenzial. Was man aber häufig gesehen hat bei den Spielern, die jetzt wieder spielen, ist, dass sie stark waren, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie aus ihren Teams raus sind, eher schwächer geworden sind. Bang zum Beispiel war auch nicht mehr so dominant, wie er es früher mal war. Gerade die Botlane mit Wolf oder mit Effort war zwar irgendwo immer konstant und er hatte wenig Tode, viel Farm, aber er hat nie wirklich viel Kills gehabt, also im Verhältnis zu früher. Ne? In den letzten Jahren oder Wochen der ECK, die wir ihn da praktisch gesehen haben, da war er einfach gefühlt immer noch ein guter Spieler, aber die Meta hat ihm nicht so gepasst. Ja. Und ich glaube, das könnte bei den Spielern ein wichtiger Faktor sein. Amazing mussten wir gestern auch kritisieren. Er hat nicht so überragend gespielt. Er hat wahrscheinlich wieder gute Calls gemacht. Ich denke auch, dass er immer noch ein sehr intelligenter Spieler ist. Auf jeden Fall. Da wirklich eine gute Übersicht hat. Aber mechanically ist er einfach nicht der Beste. Und das ist natürlich die Frage, worauf du eher Wert legst bei deinem Jungler. Ich glaube, der Jungler hat inzwischen eine Schlüsselposition, wo er beides können muss. Wo er sowohl gute Calls bringen muss, als auch mechanisch. Mechanisch und mechanisch. Ich wollte es mechanically und dann wollte ich mechanisch sagen. Wo er einen guten, wo sein Skill gut sein muss. Aua, ich habe mir die Hand gestoßen. Auf jeden Fall ist es halt wichtig, dass der Jungler es auch schafft, dein Team aktiv nach vorne zu bringen. Und das schafft er halt nur, wenn er 1 gegen 1 gewinnt oder wenn er halt wirklich für gute Ganks sorgen kann. Und ich glaube, das wird schwer. Ich denke, Amazing hat das Potenzial immer noch in sich. Aber ich glaube nicht, dass das Team zu den Top-Teams gehören wird. Ja, das Team, das ihr gerade übrigens auch seht mit FMO Bang, Soligo, Amazing und Sumner auf der Toplane. Ja, und die spielen heute gegen Optic und die scheinen mit dem gleichen Lineup wie gestern anzutreten, nämlich mit Dokla, Meteos, Crown, Arrow und Big. Ja, aber warum sollten sie auch was wegsehen? Denn sie haben gestern gewonnen und Never Change the Running System. Da will man also genau dabei bleiben. Meteos gestern mit einer richtig guten Performance. Bin ich mal gespannt, ob das heute bestätigen kann. Auf der anderen Seite, wie gesagt, 100 Thieves mit Coach Prolly. Da natürlich irgendwie drauf und dran oder irgendwie werden sie versuchen, das Ganze wieder rumzureißen und zu zeigen, dass sie doch noch ein Team sind, mit dem man rechnen sollte. Sehr schön, dass eine andere Hand das Mikrofon von Crown richtet. Kannst du die Hand von der Seite... Das ist natürlich alles stimmen. Ne? Aber heute nochmal ein bisschen betätschelt, so, du kannst das, Crown. Kurze Massage, damit der Arm nochmal locker wird. Ja. Das ist dieser bekannte Griff. Ne? Wenn du die beiden Punkte zusammendrückst, dann steigert sich dein Skill-Level nochmal um 100. Ich dachte, das wäre der Griff. Du bist nicht der Wuxi-Fingergriff. Es ist nicht der Wuxi-Fingergriff. Heißt der so? Der heißt ein Kung-Fu-Panda so, Klacks. Ja, habe ich halt nicht geguckt. So. Offiziell heißt der Griff nicht so. Es gibt auch noch den Griff von Spock, ne, wo er die Leute auch instant ausnockt. Aber was guckst du mich so an? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das hätte dir das jetzt geglaubt, wenn du gesagt hast. Mori würde wieder sagen, du hast da ein großes Defizit, was Filme angeht. Ich bin Serienmensch, ich gucke keine Filme. Ei, klar. Und du bist nicht Moritz. Hast du wenigstens die Standard-Disney-Filme geguckt? Ja, klar. Okay, sehr gut. Ja, ich habe Mates, die haben es nicht. So, die hatten praktisch keine Kindheit. Grüße gehen raus an Mirko. Hatte der keine Kindheit? Der hat keine Disney-Filme geguckt. Der hat nicht, obwohl, ich glaube, Harry Potter oder so hat er gesehen. Das aber ist kein Disney-Film. Nee, aber das hat er auch nicht geguckt. So, ich finde, das sind so Filme, die jeder geguckt haben sollte. Auch Herr der Ringe sollte jeder zumindest mal geguckt haben. Hast du Herr der Ringe gesehen? Ja, ist gut. Aber ich dachte schon bei deinem Gesichtsausdruck. Also so die ganz, ganz standardmäßigen Sachen kennt man natürlich. Aber naja, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, nicht das Thema für Mori. Macht nee, ist mich, auch okay. Ganz, also bitte, Mori macht mich damit schon immer ziemlich kaputt. Und dann weine ich danach auch immer, deshalb bitte. Du, ich würde dich niemals zum Weinen bringen. Das sagst du. Uff. Na gut, kommen wir zurück zu League of Legends denn für das letzte Spiel. Gehen wir nochmal ein bisschen drauf ein. Was hier denn so passieren sollte, es ist das letzte Spiel der ersten Spielwoche und wir haben auch dies gegen Optic in der Pick-up-Bann-Phase mit dem Rice-Bann als erstes natürlich direkt raus. Haben schon oft drüber gesprochen.
ist halt immer noch ein krasser Flexpick. Ja, ich glaube auch bei den Buns wird sich nicht so viel ändern. Vielleicht, wenn wir die LEC nächste Woche sehen oder wenn der nächste Patch kommt. Aber ansonsten hast du so einen Aatrox, den du auch immer noch rausnehmen musst. Da ist der Bun. Willst du nicht als First Pick abgeben? Irelia immer noch ein Must-Ban, meiner Meinung nach. Yuumi sollte man auch rausnehmen. Dann hätte man auch die Option, so jemanden wie Sylas zu bannen. Den werden wir wahrscheinlich eher nochmal als Pick sehen, je nachdem, wo Optic Gaming da ihren Fokus hinlegt. Ja, Irelia, Akali, Sylas sind so die Möglichkeiten, die noch offen sind. Ansonsten hast du mehrere Optionen, tatsächlich, was du bannen möchtest. Je nachdem, wen du spielen willst. Man sollte vielleicht noch einen Taric rausnehmen. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben gerade gesehen, was Taric so nah anrichten könnte. Ist meistens ein Red-Side-Bun tatsächlich. Sylas. Wobei, ich überlege gerade, ob ich Bang auf Sona sehe. Ich habe von denen, also von Northern Thieves, habe ich noch nicht diese Combo gesehen. Aber von ihnen kommt tatsächlich. Also vielleicht wirklich ein Indiz dafür, dass Bang nicht Sona spielen will. Von Northern Thieves kommt der Taric-Bun. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einfach wieder so diese Comfort-Picks sehen. Also für Bang vielleicht den Ezreal. Wäre eine Möglichkeit, hat er sehr oft im Spring gespielt. Mal gucken, wie jetzt zu Ende gebannt wird. Irelia, Akali wäre auch immer noch da. Vielleicht auch Richtung Jungle gehen. Alles noch offen. Das wird Irelia tatsächlich. Ja, Akali wäre damit noch frei, genauso wie die Xayah-Rakan-Kombo wieder. Die Frage jetzt natürlich, was man First picken möchte. Wir haben gestern auch einige Male Galio als First Pick gesehen. Ich finde ihn aber nicht so stark, dass man das tun müsste. Hier ist es Akali. Nachvollziehbar. Immer noch ein sehr guter Champion, der auch gut geflext werden kann. Und ich sehe ihn hier sowohl bei Someday als auch Soligo. Mal gucken, wer ihn von beiden spielen wird. Kommt natürlich eher aufs Matchup an. Jace könnte man auch noch picken. Ist auch noch offen. Ist eigentlich auch immer noch stark. Ja. Oh, so. Oder so Nautilus. Ah, immer noch einer der Supporter mit der höchsten Winrate. Hat sie auch gestern schon, glaube ich. Scheint sich darauf eingespielt zu haben. Wer halt eigentlich gar nicht so schlecht ist mit Nautilus, ist Kaiser, weil du halt sehr sicher dieser Ultimate folgen kannst. Wenn die Tiefenladung ein besonderes Ziel trifft und sei es noch so weit weg, dann kannst du da fast hinterhergehen. Man nimmt aber Xayah. Zum einen gibst du den Gegnern damit nicht die Möglichkeit, Xayah Rakan zu picken. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Und du behältst praktisch immer noch die Möglichkeit offen, dass Nautilus ein Flexpick ist. Auch wenn ich sagen muss, Midlane Nautilus ist nicht mehr so stark. Er kann allerdings gegen Simon wie Akali, gegen Assassins gut funktionieren, weil du ihn halt die Kill-Pressure nimmst. Jetzt pickt man sogar noch Sivir, Sejuani, damit hat man nochmal einen soliden Tank für die Frontline. Und genügend DPS mit Sivir, auch einen sehr sicheren AD-Carry natürlich, der gegen die Masse an CC von dem Nautilus sogar klarkommen würde. Jetzt sollte man Supporter bannen bei Optic Gaming auf der anderen Seite. Oder man kann hier noch, wenn man will, Toplane oder so rausnehmen, und man hat den so First-Pick. Ja. Ich denke aber, 100 Thieves wird sich hier eher auf so jemanden wie Midlane oder Toplane-Picks fokussieren und Optic Gaming wird wahrscheinlich Supporter bannen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man Thieves an die Mitte geht. Man muss sich auch vorstellen, das ist hier gerade Soligo, ein NA-Rookie gegen Crown, den ehemaligen Weltmeister. Also klar, der ist vielleicht nicht mehr auf dem Level, aber trotzdem. Aber wir haben vorhin gesehen, was... Ich meine, Echo Fox hat zum Beispiel gewonnen gegen Team Liquid, aber man hat gesehen, dass Yuzui und auch Lost in diesen direkten Duellen schon Probleme hatten. Und alleine so ein Unterschied kann im Endeffekt ein ganzes Spiel rumreißen. Deshalb sollte man vielleicht gucken, dass man für Soligo hier ein gutes Matchup rausholt, dass er sich auch beweisen kann. Erstmal Rakan raus, genau, auf der anderen Seite Braum. Das heißt, man rechnet sogar noch damit, dass Nautilus nicht auf die Botlane geht. Ich habe ja gesagt, er bleibt als Flexpick ja praktisch offen. Mal schauen, jetzt noch Thresh rausgenommen. Das trifft mich immer besonders. Aber auch hier nachvollziehbar. Thresh auch immer noch kein schlechter Support. Also ich meine, Solo Queue besser als Competitive. Aber hin und wieder rutscht auch mal ein Bann durch. LeBlanc als letzter Bann. Deutet vielleicht darauf hin, dass man sich einen Pick vorbereitet hat. Da wäre LeBlanc dann vielleicht ganz gut gegen gewesen. Tam Kench jetzt. Wow. Ist noch nicht eingeloggt. Das wäre natürlich super interessant. Das ergibt schon. Also, ich meine, ich würde Tam Kench zum Beispiel Toplane oder Nautilus auch auf der Toplane oder in der Mitte sehen. Aber wobei Mitte eigentlich nicht mehr mit den Aftershock-Changes. Aber Toplane, wie gesagt, Nautilus kann auch durchkommen. War ja früher, ich glaube, Season 6 war es oder Season 5 sogar. Damals, als auch Kommando-Banner noch so stark war, war ja Nautilus Maokai eigentlich das Toplane-Matchup. Aber die sind nicht mehr so stark, nee, dass man das spielen könnte. Nein. Also, du bist nicht mehr tanky genug. Und diese ganzen Anpassungen mit Kommando-Banner etc. haben halt auch wirklich von den Tanks weggeführt. Die Idee von Riot Games war ja wieder da, sie zurückzubringen. Ornn ist noch einer der Tanks, der funktionieren kann. Auch wenn er hier sogar die Option hätte, Support zu gehen, denke ich, ist es mit eher ein Top-Lane-Ornn.
2 gegen Jace ist eigentlich gar nicht so geil. Gucken wir mal, was der letzte Pick wird. Weil ordentlich was für dein Team nochmal gute Scaling-Möglichkeiten, deine Slot-Effizienz, also die Effizienz deiner Item-Slots, wie viel Power du in diesem einen Slot haben kannst, die wird nochmal erhöht, weil die Items sich ja verbessern. Ja. Morgana. Und damit geht Ornn auf jeden Fall auf die Top-Lane. Morgana als Support, du hast Double Black Shield. Also, ja, Nautilus Bot-Lane, der eigentlich sehr stark ist, wird dadurch nochmal gut gekontert. Sollte nicht genügend Schaden haben, um den Black Shield von Morgana zu durchbrechen, falls sie wer hier ihren Special Shield vorher nochmal einsetzen kann. Wird das eh sehr, sehr schwierig. Und Vladimir als letzten Pick ist okay. Gegen Ornn hat er, glaube ich, wenig zu befürchten. Sollte sich da einfach nur hochfarmen können. Ja. Joa. Es sind jetzt nicht so die extrem krassen Kombos, wo ich direkt sagen würde, krass, der hat die Pick-and-Band-Phase hart gewonnen, der hat jetzt alle OP-Picks bekommen, die es aktuell gibt. Was ich aber finde, ist, dass du auf jeden Fall mit Vladimir einen starken Charakter bekommen hast fürs Late-Game. Jace auf jeden Fall immer noch ein guter Split-Pusher, sollte am Anfang sogar ganz gute Karten haben, eben gegen den Ornn, weil der sich halt nicht wirklich zur Wehr setzen kann. Hat halt nur Melee-Range, ne? Jace hat dann noch etwas mehr Optionen. Ja, tatsächlich würde ich es aber sogar an Run and Thieves geben, einfach weil sie diese Überrenn-Kombo haben. Mit Ornn eben, mit Sivir, auch Afumo, wenn er irgendwie da in die Gegner reinkommt, hier Juani. Ich kann mir vorstellen, dass das, wenn man es sauber ausspielt, sehr gut funktioniert. Du hast halt bei 100 Thieves die etwas altmodischere oder traditionellere Team-Kombo mit einer soliden Frontline, zwei definierten Carries und einem klaren Supporter. Das heißt, Teamfight ist gut spielbar, du hast halt eine Menge Engage, du hast die Möglichkeit natürlich, die Gegner zu überrennen, wie du schon meintest. Auf der anderen Seite Optik Gaming auch durchaus Teamfight-Potenzial, aber wenn dann eher übers Flanken und wenn sie vorher irgendwie einen Poke mit Jason kriegen, also sie wollen nicht direkt dieses All-In, sondern wollen sich ein klein wenig Zeit gönnen. Mal sehen, ob das funktionieren wird. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, würde ich sagen. Beide Teams sind keine Top-Teams, sind keine Kandidaten für den ersten Platz. Deshalb heißt es aber auch für sie, jeden Win mitnehmen, den man mitnehmen kann. Und ob sie das schaffen, das werden wir jetzt sehen im letzten Spiel des heutigen Abends. Ja, Leute, macht im Chat vielleicht nochmal Stimmung für euer Team. Optik Gaming, die ja auch eine recht große Fanbase haben. Oder Run and Thieves, die eigentlich seit der Gründung eine recht gute Fanbase aufgebaut haben. Ich meine, haben ja auch einige beliebte Spieler mit am Start. Also könnt ihr nochmal verlauten lassen, was ihr glaubt, wer das Ganze hier für sich entscheiden kann. Und wir gehen in die Partie Game Nummer 5 an diesem Sonntagabend. Es ist spät, aber für dieses eine Spiel sammeln wir nochmal alle Kräfte, die wir haben und können uns freuen auf 100 Thieves gegen Optik Gaming. Ja, wer wird da die Oberhand haben, ist die Frage. Akali haben wir heute schon mehrmals gesehen. Sie ist halt einer der starken Champions, die gerade so nicht overpowered sind und damit noch irgendwie in der Pick-and-Ban-Phase durchkommen und nicht gebannt werden. Würde auch ein paar Mal rausgenommen, klar. Wir sehen sie deutlich häufiger als zum Beispiel in Ryze oder eine Irelia aktuell. Und sie hat die Möglichkeit, auch einen Vladimir fertig zu machen. Ist am Anfang nicht schlecht, wenn sie da ihr vampirisches Scepter oder den Hextech-Revolver hat. Dann macht sie schon einiges an Schaden. Und wenn dann vielleicht ein Gank dazukommt oder so, sie ein, zwei Kills bekommt, vielleicht auch durch einen guten Roam, dann wird sie sehr, sehr schwer für die Gegner zu handhaben sein. Optik Gaming sollte sich davor also auf jeden Fall in Acht nehmen. Ich meine, sie haben einen Sieg. Wenn sie das hier verlieren würden, wäre es natürlich bitter. Und heute ist es fast passiert, dass die ganzen Teams 1-1 stehen. Ne? Ich glaube, nur die ersten Ja, genau. Ja, die ersten beiden Begegnungen, da lief es halt nicht so optimal. Aber also wir haben jetzt zwei 2-0-Teams und zwei 0-2-Teams und dann halt vier 1-1-Teams. Und das entscheidet jetzt eben, ob wir im Endeffekt mehr ausgeglichene Teams haben oder ob Optik sich vielleicht auch nochmal absetzen kann und Run and Thieves direkt auf den letzten Platz befördert. Das werden wir alles im Laufe der Partie sehen. Wie gesagt, gestern schon Nautilus erlebt von Big. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und wie gesagt, auch ein großer Fan gestern von Meteos gewesen. Also, der scheint auch wieder auf einem guten Level zu sein. Mal gucken, ob man das heute bestätigen kann. Auch Optik als Organisation wird natürlich Ambitionen haben. Du hast schon gesagt, es sind R-Teams, die wahrscheinlich weiter unten einzuordnen sind. Und die direkt mal ein guter Trade. Big mit dem Hook. Nautilus CC ist disgusting. Und das wird Afumu musste Afumu direkt spüren. Aber um nochmal zum Gedanken zurückzukommen, klar weiß man, dass man vielleicht nicht als bestes Team eingeschätzt wird. Aber gerade deshalb will man vielleicht diesen Punch landen und sich eben weiter nach oben schieben. Vielleicht in die Playoffs kommen. Optik hat jetzt zweimal am Stück knapp verfehlt. Vielleicht ist das der Split. Vielleicht. Auf jeden Fall hat man auf Level 1 noch keinen Black Shield. Den Botlane Gang bräuchte man aber. Vielleicht kann man das jetzt natürlich ausnutzen. Oh, kommt durch. Jetzt ist der Black Shield da. Aber auch Meteos ist zur Stelle. Afromove muss da flashen. Und das war ein guter erster Gank. Jetzt muss nur noch einer folgen, um eben diese Flashlosigkeit auszunutzen. Genauso bei Bang, ne? Kein Flash mehr vorhanden. Also vielleicht kann man dadurch nach vorne kommen.
Ja, zwei Flashes hier bekommen für einen Ignite. Das ist stark gemacht. Und jetzt sind Bang und Afumu eben in Gefahr für die kommenden Minuten. Sache ist, Meteos wird sich jetzt erstmal von der Botzeit wegjungeln. Das heißt, es könnte ein bisschen dauern, bis er wieder da unten ist. Auf der anderen Seite, Amazing wäre theoretisch da. Ich denke aber nicht, dass er für ein Botlane-Gank geht. Erstens, weil er nicht so viel Leben hat. Und zweitens, weil es dann doch ein bisschen schwieriger ist, gegen Nautilus und Xayah da ein bisschen was anzustellen. Man hat trotzdem gerade gesehen, dass auf der Botlane natürlich der Black Shield und auch der Spell Shield gut funktionieren. Du warst jetzt sehr lange geschützt gegen den CC von Nautilus, vor allem gegen den Follow-Up. Und nur deshalb hat man es überhaupt geschafft, rauszukommen. Natürlich hat man jetzt den Nachteil, dass man sowohl die Kekse als auch die Pots bei Bang und Afromu verbraucht hat. Die hat man nicht mehr zur Verfügung. Auf der anderen Seite haben Arrow und Big dann noch deutlich mehr Sustain, weil sie einfach noch so gut wie alles übrig haben. Das ist ein netter kleiner Vorteil. Diesmal Bang auch ohne Teleport in diesem Matchup. Also da wird man vielleicht einiges einbüßen müssen in der Midlane. Crown immer noch in der Lage, da die Akali unter Druck zu setzen. Und wenn da Meteos dazukommt, genauso wie Dokla. Uiuiui, Soligo muss da aufpassen. Wird erledigt, Dokla kriegt das First Blood für Optic Gaming. Ja, der Rookie, ja, ich meine, er hat im Spring schon ein bisschen gespielt, aber es ist sein erster Split im Main Roster. Wird hier direkt mal erledigt. Schöner Roam, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall wieder gut umgesetzt, muss man sagen, weil du einfach hier jetzt wieder Tempo praktisch nutzen kannst. Du hast auf der Top-Lane Lane-Prio, du pushst die ganze Zeit mit Jace rein, Ornn kann er wenig machen, kann nicht hinterher rotieren, also gehst du schnell kurz dann Richtung Mitte, kriegst da einen guten Kill, gut vorbereitet auch hier von Vladimir, der halt einiges an Schaden machen konnte. Man sieht gerade aus irgendeinem Grund die Rauchwolke nicht. Aber das ist halt oft so. Ja, jetzt kommt man einfach von der Seite, dachte man steht nach oben in Safe, weil Meteos unten ist. Im Endeffekt kommt da aber Doklas großer Hammer und der haut einfach die kleine Akali weg, bot dann wieder der Spell Shield. Nautilus hat, glaube ich, nicht mal probiert, seinen Auto-Attack einzusetzen, sondern hat extra gewartet, aber der Schaden ist halt trotzdem gut, weil der Spell Shield oder der Black Shield blockt halt nicht den Damage von Arrow, sondern nur den CC. Oh, und jetzt sind keine Pots mehr da, also eigentlich sollten Arrow und Big das weiter reindrücken können und dann auch Richtung Drachen gehen können zum Beispiel. Und so ein früher Bergdrache, gerade als Jace, gerade als bitpushenden Charakter, sieht man es natürlich gerne. Ja, oh, der Follower mal, aber das spielt Optik richtig gut. Amazing muss sich im Endeffekt zurückziehen mit Someday. So, Meteos hat keinen Mana gehabt, das ist natürlich bitter. Ich glaube, sonst hätte man es wirklich turnen können insgesamt. Ja, auf jeden Fall. Wenn du da genügend Mana hast, kriegst du da wahrscheinlich sogar einen Kill. Aber ja, war nicht drin. Auch noch mit dem Vorteil natürlich, dass er sich hier auf der Lane Items kaufen kann. Er muss nicht zurückgehen. Und hat jetzt sogar schon Barmys Glut oder Barmys Cinder im Englischen. Für die Leute von euch, die es auf Englisch spielen. Hast du mal ein bisschen mehr Wave Clear? Du brauchst dich einfach nur in die Wave reinstellen, machst der E-Flächenschaden, gehst eh sehr nah ran, kannst dadurch einfach besser pushen, besser den Push von Jace praktisch aufhalten und ihm entgegenwirken. Und Jace wird hier ganz klar auf sowas wie Yumus gehen. Zumindest am Anfang sollte man da mehr diesen Lethality oder AD basierenden Weg verfolgen. Ja. Ah, Crown drückt hier gut rein. Soligo versucht sich da irgendwie zu wehren. Jetzt vielleicht die Rotation, zumindest wird für Vision gesorgt. Noch Big hier unterwegs. Da muss man auch sagen, da sieht man gerade, ich meine in anderen Regionen sieht man es auch, aber ich finde in der LCS haben viele Supporter das Auge dafür, wann sie auf der anderen Seite der Karte sein müssen. Das ist so was, dafür würde ich eigentlich tatsächlich sogar loben. Einfach weil die Supporter immer so den Riech haben, okay, da passiert gleich was, ich bin zur Stelle. Klar gibt es das in anderen Regionen auch, aber ich finde in der NA fällt mir kein Team auf, wo das nicht passiert. Ah, hier nochmal schön die Crux geklaut. Einen großen Crux geklaut von Meteos. Er bedient sich da in Amazing's Jungle. Ja, bisher First Blood für Optic Gaming. Farmmäßig konnte man sich zumindest auf der Botlane nach vorne absetzen. Auf der Toplane Jace durch den Roam wahrscheinlich einiges verloren. Auch dadurch, dass er in die Base gezwungen wurde. Ansonsten noch kein großer Unterschied. Someday hat sich jetzt für Ignite entschieden. Es wird wahrscheinlich nicht für einen Kill reichen, aber so setzt man der Dokla auf jeden Fall nochmal mehr unter Druck. Der hat auf seiner Seite wieder Conqueror dabei, hat sich auch für die Variante praktisch hier entschieden, die wirklich darauf aus ist, einfach konstant den Damage an Ornn anzurichten, die Reichweite auszunutzen und dadurch Druck zu bekommen. Da hilft ihm natürlich auch die Itemwahl. Jetzt natürlich auch sagen können, du gehst auf 10% Cooldown Reduction, aber das macht am Anfang nicht so viel Unterschied wie verstärkte Auto-Attacks. Und nochmal zusätzlicher Damage. Gute Vision, wir sehen es gerade auf der Bot-Side. Da sollte man immer in der Lage sein, Amazing zu tracken und dadurch halt möglichst auch Ganks zu hervorzuahnen, zu antizipieren. Ja. Vor allem dadurch, dass du ihn eben nicht irgendwo da in diesem Wardfest siehst, weißt du, er ist gerade auf der Top-Side. Das heißt, auf der anderen Seite, Dokla kann jetzt passiver spielen und die Bot-Side kann eben aggressiver gehen. Das ist halt
Es ist gar nicht immer, es geht nicht immer um das, was man sieht, sondern eben manchmal auch die Tatsache, dass man den Jungler nicht sieht. Schaut euch dieses, dieses Alien-Meme vor, oder nicht dieses Alien-Meme, sondern dieses, wo der Kopf so explodiert. So. Wer vielleicht auch explodiert, ist Dokla. Ah, da muss aufpassen, eigentlich passt nicht genug. Aber der Teleport ist gut. Ja, da kommt man zu Hilfe, Arrow ist mit am Start. Das ist der Eddie-Carrier, manchmal brauchst du auch den. Ah, der Root sitzt... Der sitzt what? Doch. Das war sehr interessant gerade. Und so brennt Dokla zusammen, kriegt aber den ersten Kill hier für... den zweiten Kill sogar für den Top-Laner. Hier Kataklysmus und Midios geht nochmal raus. Arrow versucht den Schaden auszuteilen. Midios macht einfach das, was er machen kann. Nämlich den Kataklysmus aufrechterhalten. Und somit der erste Kill jetzt für Arrow. Das war stark von Optik. Schöner Teleport. Jetzt muss Nautilus natürlich alleine den Tower halten. Ja. Aber da sollten Sivir und Morgana nicht so schnell sein. Natürlich kann Sivir gut pushen, kann die Wave schnell klären, aber der Tower-Schaden hält sich bei den beiden trotzdem in Grenzen. Ja, nicht clean, dass man einen Kill abgegeben hat. Hat vielleicht nicht sein müssen. Insgesamt hat man aber trotzdem das Ganze gut beantwortet. Ja. Dass der AD Carry einfach so auf die Top-Lane portet, ist natürlich auch eine interessante Spielweise. Ich bin gespannt, ob der Root gleich nochmal so komisch aussieht von ja, daher. Ja. Erstmal die Eröffnung hier. Ist nicht schlecht, aber sie werden sofort abgeschreckt vom TP. Ich glaube, wenn da kein Teleport durchkommt, gehen sie für einen Dive. Ja, Arrow sagt sich, gut, ich komme zu Hilfe. Okay, das ist jetzt... Es waren halt gerade so die nötigen Federn. Ich glaube, da war eine mehr dabei, als man gedacht hätte. Vielleicht hat er genau richtig die Fähigkeiten aktiviert. Ich glaube, weil genau in dem Moment, in dem er seine E aktiviert hat, die anderen Federn noch auf dem genau. Hinweg waren. Ja. Das ist eine knappe Sache. Oh, knapp ist doch hier unten bei Big Nee, der überlebt. Sag ich ja. Die Crowd. Oh, natürlich. Easy. Hat er überlebt. Aber trotzdem muss er aufpassen. Ich sah ja immer noch mit dem Farmvorteil und jetzt mit dem Kill. Also im Endeffekt hat es gelohnt. Ich meine, er hat auch oben gerade ein bisschen Farm klauen können. Ja, braucht er. Also wenn er jetzt AD Carry bei dem Play nicht Farm mitnimmt, dann verliert er halt doch schon einiges im Verhältnis. Ist natürlich trotzdem schön, dass du zwei Kills bekommen kannst, aber dadurch, dass Dokla gestorben ist, wer hätte den Farm sonst nehmen sollen? Der Jungler? Und Competitive text man da eher selten. Ja, in der Midlane immer noch Crown gegen Soligo. Mal sehen, wer da weiter in die Oberhand hat bisher. Hat Crown auf jeden Fall mehr Farm, was man von ihm durchaus erwarten kann. Es wird auch schwer für Akali, da irgendwie Solo-Kills zu bekommen. Heißt, man braucht Unterstützung. Und ob man die bekommt, das hängt jetzt davon ab, ob Amazing direkt auf die Midlane marschiert. Ich glaube es nicht. Ich glaube ich auch nicht. Ah, der und orientiert sich hier eher Richtung Botside. Zuerst mal Richtung Krabbe. Ah, gibt auch nochmal Vision, die man natürlich gut gebrauchen kann. Wir sehen auch schon der Botside-Jungle. Ah, diesmal hat Amazing jetzt mein Fight gewonnen. Midios geht aber noch hinterher. Und jetzt hat Amazing halt ein Problem. Flasht er über die Wand oder will das Ganze fighten? Ja, er flasht im Endeffekt doch, weil der Hook vom Big durchkam. Den Drachen wird man einfach resetten lassen, den wird man da jetzt nicht weitermachen. Das war einfach nur eine Nebenwirkung quasi durch den Fight. Und deshalb wird das Ganze hier sehr schnell entschärft. Crown hier nochmal die ganze Zeit mit dem Poke über die Q. Für Akali ist es halt schwer, weil sie kann nicht wirklich All-In, sie kann nicht wirklich rangehen. Und Vladimir hat die Möglichkeit, über die Reichweite einfach immer wieder Schaden ihr zuzufügen, sich hochzuheilen. Da kann man gerade nicht so viel gegen machen. Man hat sogar Fleet Footwork dabei und dann selbst einfach nochmal ein bisschen Sustain zu bekommen, ist halt auch eine gute Option für Akali. Sie geht jetzt nochmal Base. Mal gucken, wie viel sie hat vom ersten Item. Sie hat auf jeden Fall schon mal das Entermesser und auch den Revolver. Gar nicht so schlecht. Würde wahrscheinlich noch nicht reichen, um Crown zu töten. Der könnte auch nochmal in die Basis gehen, hat seinen Teleport zur Verfügung, aber ich denke, er wird warten, bis er ein besseres Timing hat. Ja, die Wave ist gerade am Tower. Die nächsten brauchen noch ein Weilchen. Optimal. Vor allem ist er lang genug geblieben, um im 2v2 beim Drachen Unterstützung zu leisten. Unterstützung bekommt man jetzt auch. Wie gesagt, ein Bergdrache ist für später immer eine gute Investition, gerade mit Xayah, was den Baron angeht. Kannst du da was machen? Ja, der Tausch wird es im Endeffekt auch werden. Da wird, ja, die Rotation findet zwar noch statt, aber zu spät. Crown muss jetzt sogar aufpassen, wird hier von beiden getroffen, hat aber noch sein Pool. Kann im Endeffekt rausgehen. Oder man sagt sogar, gut, wir fighten das Ganze. Ulta raus. Ah, das Black Sheet war zur Stelle. Das heißt, Someday kann hier nochmal entkommen. Die Idee nicht schlecht, aber vielleicht doch ein bisschen übermotiviert. So bekommt man aber immerhin in der Mitte noch ein bisschen Turmgold. Wenn auch nicht viel. Man sieht, wie viel die Antworten praktisch gegen den Nautilus wirklich bringen. Der Black Shield verhindert da halt einiges und auch Ornn ist natürlich normalerweise in der Lage, das Ganze zu kontern oder sich zumindest weit genug zurückzuziehen. Man hat den Herald bekommen, das ist ganz nett. Vor allem, weil Optik Gaming bisher dafür noch nichts bekommen hat in Return. Haben auf der Botlane auch nicht so viel Druck, dass man da einfach hätte Playdings nehmen können oder ähnliches. Man muss jetzt auf die Toplane hinterher rotieren. Also, bisher geht die Kombo von Hundred Thieves auf, auch wenn sie bisher selbst nicht wirklich aggressiv sind. Nicht zwingend die
die besten Trades machen. So einen Herald for Free zu bekommen ist schon mal nicht verkehrt, aber so den Drachen zum Beispiel haben sie abgeben müssen. Die Kombo geht insofern auf, dass sie jetzt am Anfang super viel Zeit kriegen. Keiner ihrer Leute stirbt, zumindest nicht im direkten 1 gegen 1. Du gibst keine großartigen Playtakes ab, außer vielleicht die so ein bisschen in der Mitte. Aber du bekommst Zeit. So ein Scaling ist für eine Sivir mit einem Ornn vor allen Dingen und Akali echt eine gute Option. Auch wenn die Gegner natürlich selbst gern scalen. Bisher sieht es nach einem koordinierten Spiel aus. Ja. Nicht so Feierlaune, wie du es vorhin angekündigt hast. Du meinst ja, die letzte Begegnung zwischen Optik und Hanatis im letzten Split war eher so mexikanisch. Ja, die Mariachis sind im Hintergrund zu hören. Es sieht jetzt gerade eher so Schweiz aus. Warum? Weil sie sich halt zurückhalten. Achso, weil sie mal so neutral sind. Ja, genau. Sagen. Okay, ja, hier unten wird es aber gerade nicht mehr so schweizerisch, sondern wird ein bisschen gefightet. Dokla gegen Sunday. Endet aber auch wieder ohne Kill. Ja, du hast schon angesprochen. Also, ich meine, im letzten Split waren es auch andere Vorzeichen. Da waren schon ein paar Spieler mit dabei. Und ich glaube, Ornatis hat auch nochmal einen großen Schritt gemacht, einfach weil sie an sich jetzt eine Spielidee haben, einen Gameplan haben und den verfolgen wollen. Das hatten sie im Spring Split, glaube ich, nicht so. Also, vielleicht hatten sie es, konnten es aber nicht umsetzen. Das wirkt jetzt schon deutlich besser. Auf der anderen Seite Optik spielt das auch deutlich langsamer nochmal. Oder sie haben keinen Gameplan und halten gerade deswegen einfach durch, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Wäre natürlich auch witzig. Ja. Den Herald hat man auch, der hält ungefähr noch ein Drittel der Zeit. Das heißt, da sollte man innerhalb der nächsten anderthalb Minuten schon gucken, dass man den platziert und halt auch einsetzt. Man hat die Möglichkeit, da noch Platings rauszuholen oder hatte sie bis vor kurzem. Jetzt hat man sie natürlich nicht mehr. 14 Minuten, die Platings sind down. Genauso wie der erste Tower höchstwahrscheinlich, denn der auf der Botlane ist schon ziemlich angeschlagen. Der Dash wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, aber eins der Auto-Tags. Und das war's mit dem Turm auf der Bot-Side. Ja, aber sie können es noch verteidigen, tatsächlich. Da traut sich 100 Thieves im Endeffekt nicht ran. Und das ist halt bitter. Und Herald, klar, du hast viel Schaden am Turm angerichtet, aber du kriegst kein effektives Gold durch diesen Herald. Das stimmt. Und jetzt hat eben Optik wieder die Chance, vielleicht selbst den ersten Turm zu bekommen. Interessant, wie gut Ornn gegen Jayce funktioniert. Normalerweise haben wir ja gesehen, dass Jayce in den meisten Matchups, vielleicht sogar in allen, wo wir ihn in diesem Split gesehen haben, zumindest an den Tower rankommt, ein, zwei Platings kriegt oder in der Lage ist, den Gegner unter Druck zu setzen. Aber Ornn scheint sich hier pudelwohl zu fühlen, musste nie mit wirklich wenig Leben zurück in die Basis, weil er einfach zu tanky geworden ist. Und Jayce ist nicht wirklich an die Türme angekommen. Hätte ich tatsächlich nicht so sehr mitgerechnet. Ich hätte eher gedacht, dass man da, ähnlich wie sonst immer der Fall war, Jayce gegen Tanks, den Tower einfach hitten kann und den Ornn außen vor lassen kann. Aber gegen Ornn funktioniert das nicht. Und der holt sich jetzt einfach den Turm. Da kommt auch kein Teleport von Dokla, weil man weiß, dass man den Tower nicht deffen könnte. Teleport wäre hier eher gewastet gewesen. Und den hebt man sich einfach lieber auf, um im Zweifelsfall mit dem Team schnell in der Überzahl zu sein, sollte man ihn benötigen. Ja. Das ist hier gut gemacht. In der Mitte jetzt Crown gegen Soligo. Ja, auf beiden Seiten wäre Unterstützung da. Der Schaden von Soligo nicht schlecht. Der Hook von Big geht hier aber ins Leere. Ah, du hast gerade schon richtig angesprochen. Also im Endeffekt, der Ornn konnte sich hier doch ganz gut beweisen. Und es ist halt jetzt bitter für Optik, dass sie doch im Endeffekt diesen Turm da abgegeben haben. Ja klar, es ist erst ein Tier-1-Turm jetzt nach 15, 16 Minuten, aber es ist halt der Startschuss. Und wir haben schon häufiger angesprochen, wenn dann so die ersten Objectives langsam fallen, wenn das Spiel langsam ins Rollen kommt, dann baut sich das Tempo doch immer schneller auf. Und wenn das jetzt hier in Richtung One of Thieves passiert, dass sie das Ganze eben vorgeben, wann sie wie wo pushen wollen, dann könnte das bitter werden für Optik. Wir sehen aber die Turmplatten. 2:3 ist echt nicht viel. Ja, in dem Game wirklich wenig Druck, der ausgeübt wurde auf die Türme. Natürlich hat man den Bottling Tower trotzdem bekommen, aber es war erst nach den Platings, auch dass man da den Herald eingesetzt hat. Jetzt versucht man sich wieder den Drachen zu holen. Ich glaube, im heutigen Tag ist das das wahrscheinlich langsamste Game, auch wenn wir vorhin ein Game hatten, wo wir 20 Minuten nur einen Kill gesehen haben. Hier ist bis auf diesen Anfangsfight nicht wirklich viel passiert, muss man sagen. Ja, beide haben die Möglichkeit durchzuhalten, beide haben gutes Scaling. Na, Vladimir, Xayah skalieren gut, auf der anderen Seite skaliert eine Sivir sehr, sehr gut. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Der Farmvorsprung bei Optic Gaming macht auch gerade den Hauptgoldunterschied aus. Ah, Crown wird wieder angegangen von Soligo, hat aber Unterstützung durch Dokla. Das ist jetzt hier 2 gegen 3, weil Amazing und FMO ebenfalls dazukommen. Deshalb zieht man sich zurück, wieder kein Fight, der hier entsteht. Die Seiten haben einfach zu viel Respekt voneinander. Midios wollte hier noch die Crux mitnehmen, wird aber von Sunday gestört. Und anscheinend können die 100, kann Optic Gaming jetzt hier unten auf der Botlane den ersten Turm für sich holen. Die 100 Thieves gehen dann noch ein bisschen was ab. Währenddessen aber hier oben der Catch-Versuch, der auch geglückt ist. Dokla. Top Lane Sivir.
Das darf nicht passieren, dass Dokler da stirbt. Man kriegt dazu auch noch den Thomas Runner Thieves gerade sogar mit mehr Ressourcen, die sie bekommen haben. Also mit mehr Möglichkeiten. Klar, goldtechnisch immer noch hinten. Aber ein Turm und ein Kill gegen den Turm traden, da sind sie natürlich leicht vorne. Am Botlane-Tower ist natürlich nochmal ganz nett. Aber der Unterschied wird dann kommen, wenn man den Midlane-Tower hat. Und da versucht man jetzt drum zu spielen. Optik Gaming aber nicht schnell genug in der Lage, den Tower hier wirklich anzugreifen. 100 Thieves war da einfach rechtzeitig in der Nähe. Insofern bleibt es bei diesem kleinen Trade. Auch bei dem Goldunterschied oder dem Goldvorsprung bleibt es fürs Erste, wie es aussieht. Noch ist es sehr verhalten. Ich glaube, irgendwann kommt so der eine Punkt, wo sie im ersten Teamfight eskalieren. Und dann wird das Spiel stark in eine Seite oder in eine Richtung gehen. Sehr wahrscheinlich, ja. Weil beide Seiten haben guten Teamfight. Gerade wenn Wladimir gut flanken kann. Davon wird es halt abhängen. Da darf er so nicht facechecken. Er wusste ja auch noch, dass eben Amazing und Alphum in der Nähe waren, weil man die beiden kurz davor in der Mitte gesehen hat. Dokler, da darfst du so nicht reinlaufen. Ist aber auf der anderen Seite auch von Honor Thieves natürlich gut gemacht, dass sie da auf ihn lauern. Sie wussten, sie konnten da eben auf die Topside gehen, in den Jungle rein. Hatten ja auch noch Bang auf der Toplane. Somit haben sie das Ganze gut ausgenutzt. Und jetzt wäre die Frage, wo geht man hin? Wo will man für ein Play gehen? Was ist das Ziel? Es sieht nicht so aus, als hätte man eins. Der Midlane Tower sollte natürlich das nächste Ziel sein. Einfach um die Map zu öffnen, um halt für Vision zu sorgen, die dann auch wieder für den Baron relevant wird. Ich glaube, da versucht man als nächstes hinzugehen. Wer es schafft, sich da durchzusetzen, das hängt davon ab, wer jetzt die richtigen Plays macht. Optik Gaming, ja, da steht Nautilus kurz außerhalb des Busches. Aber Optik Gaming hier mit dem Tower-Dive-Versuch. Und der ist gut. Also der ist Ligo gut. Ist zwar kurz unsichtbar durch seine Shroud, aber... Wundert mich, dass man nicht direkt den Hook hinterher gesetzt hat. Big hätte da auf jeden Fall noch länger die CC-Chain aufrechterhalten können. Raus. Und die Tower-Agro hätte er auch eine Weile tanken können mit dem Shield. Ah, okay, er kommt nicht raus. Aber du brauchst super lange jetzt gerade für die Akalien. Guck dir mal an, wie lange man da durchhält, einfach durch den Lifesteal. Ist jetzt nicht so clean, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ja, trotzdem aber der Catch hier. Und auf der anderen Seite hat man halt nichts abgegeben. Klar, eine riesen Wave läuft gerade in den Botlane-Turm. Das ist nicht so gut, aber vielleicht kriegst du dafür den Top-Turm. Ja, danke. Ja, schön, ich würde auch gerne so auf der Minimap malen können. Das wäre ziemlich cool tatsächlich. Wäre cool, wenn wir so das Tool, was wir sonst immer nutzen, für unsere Analysen, das Piero-Tool, auch in-game nutzen könnten. Wäre das normal im Broadcast. Aber ich glaube, das wäre vielleicht auch ein bisschen verwirrend, wenn wir dann irgendwann Kreise einfügen oder so. Und keiner weiß mehr, wo er hingucken soll. Ja, genau deswegen. Also in, sagen wir mal, langsamen Spielphasen funktioniert das wahrscheinlich. Wenn du nur so sagen willst, hey, hier, guck mal, stehen ein paar Wards oder so, oder da sollte man sich jetzt am besten positionieren, aber im Teamfight... Schlechte Idee. So, Champs rauskreuzen, die gestorben genau. So, du bist down und du bist down. Du machst praktisch immer den Pike. Hat's einfach immer ein X drüber. Ich glaube, ich würde selbst dieses Kreuz müssen. Wow. Ja gut, kommen wir zurück zum Spiel. Optik scheint sich hier Richtung Turm zu crownen. Okay, einfach mal zwei Turret-Shots tanken. Ist auch ein Statement. Ja, der nächste Drache ist ebenfalls bald da. Wir sehen's. Die kleine Sandtour ist im Dragon Pit zu sehen. Das bedeutet, da ist bald wieder ein Drache unterwegs, auch wenn es nur ein Meeresdrache wird. Trotzdem will man den natürlich gerne haben. Sejuani ist jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich tanky. Aftershock kam natürlich gerade nochmal dazu, aber man hat gesehen, dass sie nicht das lukrativste Ziel für Optik Gaming ist. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Die Team-Kombo von Honor Thieves hat eine klare Frontline, zwei wunderbare Tanks, die wirklich viel aushalten. Und an denen musst du im Normalfall erstmal vorbei. Sie haben die leichte auszuspielende Kombo meiner Meinung nach, die klar definierter ist. Auf der anderen Seite hat Optik Gaming aber die Option, wenn sie zwei gute Flanks hinkriegen, wenn der Wladimir gut flankt und vielleicht auch der Jace, je nachdem, was für eine Rolle er im Fight übernehmen wird, dann können sie das auch spielen. Und apropos Flanken, das wäre jetzt wichtig. Wladimir ist aber auf der anderen Seite der Map und kann hier gerade nicht dazukommen. Den Tower kann man trotzdem halten, man verliert natürlich einiges an Leben, aber das ist okay. Wir müssen beide Seiten gerade nicht zu viel investieren. Wir haben gerade gesehen, Jace oder Dokler hier in dem Fall mit gutem Poke-Damage da. Auch hier wieder Afromo 2 Qs und er hat einfach die Hälfte seines Lebens weg. Ja, Binding nochmal, trifft aber nicht. Jetzt langsam kann man eben Richtung Drake rotieren. Die Frage ist, kann man den noch einfach so starten? TP in die Backline, das könnte das Go sein eben für Optik hier in dem Fall. Sunday wird immer rangehuckt, hat aber jetzt das Blacksheet, kann damit rausrennen. Das ist ganz gut getimt, weil er nochmal rausdasht. Dadurch läuft das Blacksheet ab, kommt mit dem Knallzapfen aber nochmal über die Wand. Und deshalb wieder kein Kill, der hier fällt.
Optik müsste jetzt aber zumindest in die Mitte rotieren können und da den Turm holen können. Amazing hier nochmal auf der Flucht. Kann sich aber nochmal unter den Turm retten. Ich kann den nicht. Organa funktioniert halt einfach super gut gegen den Nautilus, muss man einfach sagen. Der Black Shield hat jetzt schon mehrere Male den Engage verhindern oder zumindest so lange verzögern können, dass man einfach rausgekommen ist. Optik Gaming lauert hier, hofft vielleicht, dass man gegen eine Überraschung trappen kann. Und vielleicht funktioniert das sogar, wenn man Morgana rausnehmen kann. Xayah jetzt zwar gerade alleine, schlägt sich aber da gerade wirklich gut. Macht einiges an Schaden an der Kali, noch bevor die überhaupt rankommen kann. Jetzt die On-Ultimate, dass man gesplittet. Oh. Und auf einmal wird die Trap zur Falle für Optik Gaming. Die verlieren hier instant zwei Ziele. Arrow wird wahrscheinlich auch noch down gehen, wenn er da nicht einfach rauslaufen kann. Aber 5 gegen 3, wenig Möglichkeiten für Optik, das Ganze nochmal zu drehen. Damit hat man jetzt den Drachen bekommen. Die Todestimer bei 30 Sekunden, noch 20 bei Big. Die sind also noch nicht lang genug, um den Baron nehmen zu können. Teleport von Xayah, um rauszukommen. Ist okay. Warum auch nicht? Ich meine, es wird nicht genügen für den Win. Aber man hat schon mal gesehen, dass man gute Optionen hat. Und ich finde, sie wieder im Late Game ist aktuell super stark. Ja, das auf jeden Fall. Hier nochmal der Kataklysmus von Minios rein. Man will da irgendwie Zeit rausholen. Kriegt auf jeden Fall keinen Kill. Auf der anderen Seite kriegt er aber anscheinend auch erstmal den Turm nicht. Jetzt ist Crown hier mitten in der Backline drin. Muss da auch mit seinem Pool nochmal zurückziehen. Aber mit dem schönen Root. Der Stun nochmal durch. Crown super low. Auch amazing. Der überlebt das hier nicht. Arrow holt sich da nicht den Kill, sondern im Endeffekt Midios ist der Glückliche, der sich da über extra Gold freuen darf. Also hier wirklich ein Hin und Her. Und im Endeffekt ein Kill für Optik nochmal. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, muss man sagen. Wir sind bei 24 Minuten inzwischen. Schön den Backport nochmal abgebrochen. Das heißt, wir könnten Richtung Baron gehen. Aber dafür müssen die Teams erstmal einen klaren Fight gewinnen. Und wir sind schon bald so weit fortgeschritten im Spiel, dass die Todestimer so hoch sind, dass wenn man einen klaren Fight gewinnt, man statt den Baron wahrscheinlich lieber einen Inhibitor holen will. Hier sehen wir es nochmal. Guter Start. Man kriegt easy zwei Kills. Danach könnte man weitergehen, entscheidet sich aber lieber für den Drachen zu gehen und nicht weiter zu chasen. Ist das effizientere Play hier an der Stelle. Optik Gaming hat ist richtig gemacht am Anfang. Sie haben probiert praktisch, falls einzelne Ziele Richtung Drachen laufen, sie zu überraschen und haben halt im Busch gelauert, wo sie wussten, dass die Gegner keine Vision haben. Gleichzeitig hatten sie dann aber das Problem, dass nachdem die Gegner einfach ihnen vorbeigelaufen sind, sie selbst gesplittet und in der Unterzahl waren. Also entweder hätte man früher ein Play machen müssen oder man hätte sich komplett zurückziehen müssen. Da war die Koordination wahrscheinlich einfach nicht on point. Ah, jetzt haben wir die Ohren und hier zur Eröffnung. Einfach Zoning. Ja, man trifft Arrow nicht. Aber man kriegt den Turm. Endlich. Hat ja nicht lang genug gedauert. 25 Minuten, damit der Tier-1-Turm ist jetzt erst gefallen. Aber somit die Tier-1-Turm-Reihe weg aus der von Optik. Das heißt, Ronald Thieves hat da ein bisschen mehr Freiräume, wenn sie eben in die gegnerische Hälfte laufen. Vielleicht ermöglicht ihnen das, dass sie das Ganze jetzt ein bisschen beschleunigen. Ich meine, sie will jetzt inzwischen auch bei gut 2,5 Items, müsste langsam aufs Infinity Edge zugehen. Auch die Akali. Kurz vom Sonias. Und das sind nochmal so Items, die man braucht. Amazing wird langsam immer tankier. Genauso wie der Ornn, der sich jetzt selbst schon 2 Items geupgradet hat. Man kommt langsam in die Phase, in der es eben für das Team besonders gut wird. Gerade durch dieses Extra-Scaling durch Ornn. Ja, gibt dem Spiel noch 5 Minuten und Warner Thieves ist eindeutig vorne. Zumindest was die Champions angeht. Was ist jetzt der nächste Plan? Eigentlich sollte man meinen, hier wieder einen Teamfight zu starten und danach einfach durchzumarschieren, wäre die Option. Ich denke, für Optik Gaming ist es nochmal besser, wenn sie einen Catch landen können. Das wird aber hier knifflig. Einfach weil Hunter Thieves gerade sehr als Team unterwegs ist, häufig niemanden abstellt, außer um vielleicht mal eine Wave anzunehmen und die zu clearen. Aber da sind Ornn und Akali inzwischen sehr gut so in der Lage, genauso die Sivir. Die macht natürlich kurz einen Prozess mit den Minions. Wir sehen auch schon bei Ornn 2 geupgradete Items bisher. Iceborne Gordon und Sunfire Cape. Und er ist halt auch einer der Champions, der wirklich gut skaliert, weil er halt bessere Items in den Slots hat als andere Champions. Ja. Kann in der Theorie halt alles upgraden, was er upgraden will. Also von den möglichen Items. Weil Iceborne Gauntlet und Sunfire Cape da immer noch mit die besten Optionen sind. Ein bisschen Magieresistenz wäre noch ganz gut. Aber die wird er höchstwahrscheinlich bald kaufen. Ich denke, das nächste Item wird ein Gargoyle Stormblade. Das ist immer noch so die beste Option, wenn du weit reingehst und weit nach vorne gehst, um wirklich zu tanken. Und danach mal gucken, womit er weitermacht. Ja, man zieht sich nochmal zurück. Resettet nochmal. Siebe jetzt. Immer noch nicht mit Infinity Edge. Das dauert ein Weilchen. Ja, teures Item.
Aber sobald das eben da ist, wie gesagt, Minute 30, denke ich mal, müsste es dann so sein. Da haben wir auch mal eine Stopwatch, um falls sicherer zu sein. Und dann mit diesen drei Item-Powerspike wird sie wie eben in den Teamfights super schmerzhaft. Ja, Amazing ist der Good Guy. Der lässt den Farm hier nochmal für Bang. So willst du das als Laner. Der Jungler hält die Wave und klärt sie nicht einfach. Es ist der Jungler, den sie brauchen und der, den sie verdienen. Ja, was man auf jeden Fall sieht, ist, dass inzwischen das Ganze wieder langsamer ist. Man versucht wirklich nur für sichere Fights zu gehen. Dadurch kommt es halt dazu, dass man eine Weile braucht, um das Ganze wieder vorzubereiten und aufzubauen. Wir haben gerade zwei Item-Power-Spikes natürlich auch bei Akali. Vladimir immer noch nicht bei einem Sonyas. Eigentlich kauft man das gerne, um die Zeit zu überbrücken, in der du ultest. Aber dass die Hemoplague ausgelöst wird, möchtest du ja irgendwie sicher sein und dich hochzuheilen. Man geht aber lieber dafür, dass man hier Rabadons als drittes Item kauft, was dir natürlich nochmal mehr AP, mehr Burst-Potenzial liefert. Und ab dem Punkt sollte Vladimir wirklich stark werden. Da muss man sich dann auch vor ihm in Acht nehmen. Ansonsten Gargoyle Stoneplate jetzt bei Ornn fertig. Und dass er so viel Rüstung baut und wenig gegen den Vladimir kauft, ist verständlich. Weil er will halt den Jace im Slipbush aufhalten und Arrow zündet jetzt sogar die Ulti. Hätte gar nicht mal zwingend sein müssen. Ja, da war der Catch-Versuch wieder da. Von der Seite Dokla muss ja aufpassen. Wir sehen Crown, der Slipbush, aber der macht das, was er gestern gemacht hat mit TF. Macht er jetzt mit Vladimir. Kriegt er den T2-Turm auf der Top-Lane. Und währenddessen sind die 100 Thieves am Drake. Ja, den sollten sie auch recht schnell bekommen. Soligo wird das Ganze gegen Crown verteidigen wollen. Ja, der Drache wurde gesichert. Nochmal ein Berg der Reise. Beide Teams jetzt mit exakt den gleichen Drachen. Ja, wir können mal gespannt sein, wer sich jetzt die nächsten sichert. Denn das würde einen Vorteil bedeuten. Ansonsten, wie gesagt, das Drachen-Spiel hier ausgeglichen. Wir sind jetzt halt bei 30 Minuten. Die Todestimer sind jetzt halt schon so bei 50 Sekunden, Pi mal Daumen, bei den meisten Charakteren. Das heißt, wenn hier ein großer Fight kommt, dann sollte man in der Lage sein, daraus, also wenn man einen großen Fight gewonnen hat, logischerweise, sollte man in der Lage sein, daraus auch den Vorsprung zu ziehen, den man braucht, um weiter das Game für sich zu entscheiden. Aber ansonsten, keine Ahnung, ich hätte mir wieder gewünscht, dass die Teams aggressiver sind. Ich verstehe, warum man sich Zeit lässt. Jace hat ja auch wenig Möglichkeiten zu Split-Pushen, um ehrlich zu sein. Der Ornn-Pick ist wirklich gut gewählt worden. Der würde jetzt sogar nochmal Magieresistenz kaufen. Weil gegen Vladimir brauchst du echt keine Sorge haben. So, weil Vladimir eher Burst-Schaden macht. Der hat ja diese eine große Welle an Schaden. Danach macht er nicht genügend, um den Ornn wirklich bedrohen zu können. Also sich hier dann eher gegen die Xayah zur Wehr setzt. Und vor allem gegen den Jace. Ist nachvollziehbar. Jetzt wird die Vision wieder geklärt um den Baron. Ja, und dann wird man sich wahrscheinlich nochmal zurückziehen. Es traut sich halt keiner. Hier wurden gerade nochmal Items geupgradet. Wir sehen bei Bang und bei Afumus jeweils ein verstärktes Item und dann eben zwei nochmal bei Someday. Da zahlt sich der Ornn eben aus. Aber ja, viel mehr bringt er gerade auch nicht. Jetzt vielleicht über die Eröffnung über die Ult. Man will hier Dokla catchen, der flasht das Ganze aber. Und somit eigentlich das Ganze wieder abgewendet. Es sei denn, Optik entscheidet sich jetzt für einen Fight. Da gehen wir nochmal rein. Midios hätte den Kataklysmus theoretisch zur Verfügung und entscheidet sich aber erstmal dagegen. Währenddessen Crown vorne drin. Kriege ich Sigil hier nicht ab. Das Slow geht da aber trotzdem durch. Midios muss nochmal davon flashen. Währenddessen hier unten Dokla, der in fünf Leuten drin steht und jetzt down geht. Da darf er einfach nicht sein. Und das könnte jetzt die Überzahlsituation sein, die bedeutet, dass 100 Thieves hier zumindest den Vorteil verschafft. Ja, vielleicht Richtung Baron geht. Ja, Bang da an der gefährlichen Stelle. Hätte aber noch sein Spell Shield. Ich glaube, man will top rotieren. Also, für eine Trap da gehen halte ich für nicht sehr smart. Startet einfach Baron. Ja. Lockt die Gegner an und dann nochmal einen Engage. Das wäre, glaube ich, eine der besseren Optionen. Weil so kriegt man einen Kill. Aber man schadet jetzt noch den Baron. Wirklich, das ist richtig. Wenn man jetzt nur den Baron, beziehungsweise nur den Kill genommen hätte und den Baron nicht gestartet hätte, wäre es verschwendete Zeit gewesen. So zwingt man hier Big nochmal zum Flash. Die Gegner müssen sich nochmal zurückziehen. Dokla ist aber gleich wieder da und damit schafft man es wieder nicht mehr zu bekommen. Also, man hätte hier schneller zum Baron gehen können einfach. Das hat mir zu lange gedauert. Das ist alles so zögerlich. Es ist alles so ein abwartendes Spiel. Und im Endeffekt, klar, du kriegst nochmal einen Flash von Big, aber ja, da hätte man mehr rausholen können. Wie schon gesagt, das ist nachvollziehbar. Die beiden Teams sind jetzt nicht die Top-Teams. Die sind sich vielleicht nicht hundertprozentig sicher, ob sie Plays eingehen können. Irgendwann sollte so der Punkt kommen, wo man es machen muss. Spätestens, wenn alle Leute Fullbild sind, sind es nur noch die Plays, die entscheiden. Wir haben jetzt auch einige Items, die geupgradet worden sind. Morgana mit dem Sonya, Sivir mit der Klinge und den Endlichkeiten, auch Sonyas bei Akali. Da hat man einiges an zusätzlichen Stats zumindest bekommen können. Die Items verändern sich ja in ihrer Grundstruktur nicht wirklich. Es sind nur nochmal zusätzliche Boni auf die eigentlichen Eigenschaften, die du bekommst.
Baron wird hier wieder gewardet. Es ist halt wirklich im Vision fest gerade. So viele Wards, die da stehen, auch im Pit, die Wards, die sich gegenseitig auskontern. Hundred Thieves hätte jetzt die Vision-Kontrolle, aber wir sehen wieder so diese kleine Ward unten links vor dem Baron-Pit. Die zeigt dir natürlich, wenn die Gegner damit starten wollen. Hier gerade Dogler nochmal mit einem weiteren Tower und du hast schon vorhin angesprochen. Letztes Mal hat man das Ganze über einen Split-Push geregelt. Ja. Mal sehen, ob das diesmal wieder der Fall ist. Man wird hier gespottet. Man hat Vision darauf, dass der Baron gestartet wird. Die Frage ist nur, kommt man rechtzeitig hin? Ja, Sumder hier gegen zwei. Muss sich auf jeden Fall zurückziehen. Das heißt, der Turm ist anfällig. Aber auf der anderen Seite der Baron eben gesichert. Jetzt die Frage, kannst du die Backport stoppen? Das sieht nicht danach aus. Stattdessen versucht für die Kills zu gehen. Ja, man tauscht jetzt in dem Turm gegen Baron. Da würde ich den Baron eigentlich immer nehmen. Muss man sagen. Oh, schöner Sidestep hier vom Weg. Wird trotzdem geslowt. CC geht da auch durch. Der Kill ist gefallen. Soligo kriegt ja aber schöner Kataklysmus hier mehrere Leute rein. Man muss im Endeffekt rausbrechen. Crown jetzt mittendrin. Versucht dann aber Schaden auszuteilen. Jetzt Vladimir ab in den Pool. Da unten der Knockout nochmal. Man versucht alles. Der Root gegen Midios durch. Da ist das Shutdown Gold. Hier in dem Fall für die Xayah. Jetzt haben wir da Flash rein von Arrow, um die Akali zu erledigen. Aber Soligo hat noch seine Stopwatch. Wird jetzt hochgeworfen. Double Kill für Dokla. Und währenddessen da unten auch nochmal ein Kill. Also. Soviel zum Baron, soviel zum Baron Powerplay und vor allem sehen wir gerade einen TP auf die Botlane, denn da will man den Ende holen. Ja, wäre optimal, wenn man den hier bekommen kann, vor allem sind die Todestime jetzt hoch. Habe ich eben angesprochen, nur noch einer, der lebt, Afromo ist der Einzige. Man hat glücklicherweise keine Teleports mehr bei Optic Gaming, sonst hätte man das Ganze wahrscheinlich direkt beenden können, einfach wenn man auf die Botlane gegangen wäre, weil die Wave ist da. Man holt sich jetzt auch nochmal den Ende. Oh, Midios. 20 weitere Sekunden. Oh mein Gott. Ja, und da kriegt man einfach so nochmal den Kill. Den Jarvan, aber der Tower ist down und das sollte Game sein. Jetzt macht man genügend Damage an den Türmen. Die verschwinden kurzerhand, werden einfach vernichtet. Und damit auch die Hoffnung auf den Sieg für 100 Thieves. Heieiei. Ja, war jetzt nicht das beste Spiel meines Lebens, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr langsam. Kein Team hat wirklich die Initiative ergriffen. Und dann kam halt ein Play, wo halt auch einige Fehler gemacht worden sind und dadurch wurde es entschieden. Ist unschön meistens für die Teams, wenn halt wirklich so ein Play das Ganze entscheidet, man das Gefühl hat, man hätte es trotzdem die ganze Zeit in der Hand gehabt. Aber für Optik natürlich wunderbar, dass sie praktisch wieder einen guten Split-Push im Game hatten. Das scheint so ihre Strategie zu sein. Ich frage mich, wann die anderen Teams da mal einfach reingrätschen und sagen, nee, warte mal, ich's nicht. Und gleichzeitig warte mal. Haben sie aber am Ende einfach länger durchgehalten, länger die Nerven behalten. Und sich dadurch ihr 2-0 gesichert, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Optik jetzt 2-0, auf der anderen Seite 1 Teams 0-2, machen eigentlich da weiter, wo sie im Spring aufgehört haben. Es, wie gesagt, die Ansätze haben, also am Anfang wirkt es zwischenzeitlich so, als hätten sie eine Idee, als wüssten sie, okay, wir machen das so, aber es verfiel ganz schnell wieder dem alten Muster. Also Afumu eindeutig nicht auf dem Level, Bang sowieso nicht im Vergleich zu seiner Zeit bei SKT. Amazing, klar, wenn er der Shotcaller ist, ist er sehr wichtig fürs Team, aber auch da spielerisch nicht sehr gut. Und dann eben Soligo in der Mitte noch als Rookie und Sumdeck kann das alleine auch nicht rausreißen. Der hat hier eigentlich sogar echt gut gespielt, muss man sagen, aus seinem Ohren. Machst halt nichts. Tut mir leid für One of Thieves. Optik hier eindeutig besser. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man so sehr gut unterschreiben. Ich würde mir ganz kurz nochmal ein, zwei Replays angucken wollen, weil man da auch unter anderem gesehen hat, dass zwischendrin durchaus Optionen da gewesen sind. Ich denke, ganz am Anfang hat man schon gesehen, man ist so gut nach vorne gekommen, hat dann aber irgendwann gesagt, ah, das Play ist mir jetzt vielleicht zu risky, lieber nicht Tower Dive und so. Ich verstehe, warum die Teams sagen, wir gehen lieber kein Risiko ein, und spielen dafür auf lange Sicht, wenn wir gutes Scaling haben, das war ja auch der Fall, ja, als irgendwas zu riskieren und dadurch vielleicht das Game abzugeben, den Gegnern Lead zu geben. Weil inzwischen ist es so, dass wenn ein Team einmal nach vorne kommt, das Ganze schnell dir aus den Händen gleitet, weil ja, du inzwischen so viel Gold generieren kannst, weil die Playdings dir natürlich auch nochmal einen Bonus geben. Insofern ist man dann halt doch häufig lieber defensiv unterwegs und wartet ab. Ja, und hier haben wir, glaube ich, nochmal eine der letzten Situationen. Ja, sogar die allerletzte jetzt hier, nämlich den Fight aus der Perspektive von Dokla. Und das ist aber ein schönes Replay, weil es eigentlich der alles entscheidende Fight war. Auch der einzige richtige, muss man sagen. Ja. Dokla mit einer guten Performance hier hat gut den Schaden ausgeteilt. Aber allgemein, da hat sich One of Thieves einfach überrennen lassen, weil sie in einer Situation fighten, in der sie nicht mehr fighten sollten. Sie waren low nach dem Baron, sie waren gesplittet, da kam erst der späte Teleport mit dazu. Darfst du so nicht machen und Dokla im Endeffekt, ja. Da kamen die Pings runter, da wusste man schon, okay, wir wollen für ein Finish gehen. Wir wollen das Ganze beenden. Haben sie gemacht. Win geholt, auch wenn Midios dann auch auf sehr interessante Art und Weise gestorben ist, muss man sagen. Hat, glaube ich, die Turret-Shots unterschätzt, denn die stacken sich. Und wenn sie weg sind... Er hat einfach nur getankt für sein Team. Er ist gestorben. Ja, aber er hat auch getankt, dass sein Team jetzt da durchlaufen konnte. Der andere war schon durch. Alles fürs Team, Clarks. Man hat ja trotzdem gewonnen. Im Endeffekt, darauf kommt es an. Man kann sich dem jetzt auf jeden Fall nochmal gut rechnen.
Nein, das ist nicht. Ja, wir haben kein Interview mehr, wie es aussieht. Das heißt, wir beenden den Stream für heute auch. War ein interessantes Abenteuer, eine kleine Reise für mich in die NALCS. Ab nächster Woche hast du wieder andere Leute mit das dir. Das bin ich mit am Start, der wird das tatsächlich hauptsächlich mit übernehmen. Aber wir beide sind Dienstag wieder da. Bei der Sin League. Eben. Das wird krass. Mega. 19 Uhr dann. Mega. Beim 19 Uhr dann, die LCK startet nächste Woche wieder, die LEC startet nächste Woche wieder. Also ihr habt wieder vollsten League-Content. Yeah. Nur die Frage, wann King of Spandau mal irgendwann startet, aber das werden wir euch natürlich auch mitteilen, wenn das wieder passieren sollte. Auf jeden Fall, wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend. Clark, guck mich an. Wünsche ich euch auch. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns Dienstag wahrscheinlich wieder, außer ich stream morgen. Und mal für gucken. Die, die nur in A gucken, bis nächste Woche. Tschüss. Schlaf gut.